Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Part haben wir Vesuvio, das Feuerelementar, befreit. Damit hat die Skorpionbande hier ein Urlaubsresort mitten im Schneegebiet warm gehalten. Und ja, haben wir vereitelt. Wir haben Vesuvio gerettet und die sind gegangen. Ohne Bosskampf, ohne nichts. Bisschen schade, aber dadurch haben wir jetzt weiteren Elementargeist mit der Fähigkeit Feuer, Klinge, Flammen, Gas und Flammenwand. Das ist auch mit einer der wenigen, ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber war sehr prominent. Zauber, mit der die gute Prim auch angreifen kann. Ja. Was halt schon sehr cool ist. Jetzt würde ich gerne mal mit euch in die Statistiken gucken. Mal, was da steht, genau was da steht. Können wir genau nochmal nachlesen. Feuerklinge, Waffe halten die Kraft Feuer, verbrüht die Gegner, nimmt Kraft, Flammengas und Flammenwand. Ein Flammenwand umhüllt die Gegner. Ja, bei ihr ist das halt, ja, fast dasselbe. Feuerhagel, schnelle Feuerbälle auf die Gegner, Glutgranate, eine Explosion erfasst die Gegner und Lavabälle. Gegner werden mit Lava überschüttet. Nicht sehr nett. Wir können jetzt nach Süden. Und wir können jetzt nach Norden. Wenn ich jetzt nach Norden gehe, komme ich zum nächsten Ort. Wir gehen nochmal zurück. Wir wollen nochmal zurück. Ja. Weil. Gründe. Einfach nur mal. Wir haben auch einen Orb gekriegt. Aufwerten. Speichern ist auch immer ganz gut. Gott, sind die Viecher nervig. Das ignorieren wir. Was hier runter? Kommt doch mal bitte jetzt. Nee. Oh, oh, oh. Ja, Säureregen. Kommt ihr hoch? Alter, ich hasse das, wenn die Gegner einen festsetzen. Das ist das Schlimmste, wo gibt. So, war hier. Nee. Kommt! Nein, ich wollte nicht hin. Da ist nur der Kanoni, der Gute. Ich will dann zurück ins Schneedorf. Hallo Rudolf. Ich kümmere mich schon drum. Aber bevor wir in den Palast gehen, möchte ich ein bisschen gelevelt sein. Ja. So. Und du kannst auch gerne mal machen. Feuer! Feuer! Muss ja auch in irgendeiner Form gelevelt werden. Da kommt der nächste. Ja, dann machen wir mal Glutgranate. Ich will es auch mal sehen. Puff. Und einmal die Lavawelle. Blub, blub, blub. Da bekommt der Begriff heißer Hund Hotdog eine ganz andere Bedeutung, nicht wahr? Sind wir bald da? Ja, wir sind bald da. Ich würde gerne einmal die Schmiede besuchen, genau. Keine Sorge, auf Rückweg versuchen durchzulaufen. Wir wollen ja nicht jeden Gegner, wir müssen ja nicht jeden Gegner 500 mal mitnehmen. Bei jedem Durchgang. Der Bogen. Ja. Welches wäre sinnvoll? Zapplerklaue? Nee. Schwert ist egal. Ich nehme einfach das Schwert jetzt. Ich nehme jetzt einfach das Schwert. Muss ja eh noch auf Level 4 gelevelt werden. Ist zwar nur stark gegen Insekten, aber hat ja auch eine Grundstärke, ne? Es hat ja auch eine Grundstärke.
50 Goldmünzen, wollen wir bleiben? Wir bleiben, ja. Ich werde offscreen, eventuell mal ab und zu mal ein bisschen leveln, Level-Session einlegen, wovon ich vielleicht euch, ja, ich werde es euch sowieso sagen, aber ich werde es jetzt nicht immer sagen, wann ich das vorhabe. Ich werde es jetzt nicht sagen, zum Beispiel, ja, nach diesem Part level ich jetzt 100 Mal. Nein, es wird einfach eher so kommen, dass ich sage, so, Leute, ich habe nach dem letzten Part gelevelt, so will ich es machen. Ja. Gibt's hier Walnüsse? Guten Tag! Ja, zu einem vernünftigen Preis. Aber Bonbons habt ihr nicht mehr. Ja gut. Dann hauen wir ab. Au! Lauft mir nach! Partner? Aua! Dass die halt immer so belastend sind. Geh sterben, du Hund! Hallo Rudolf! Ja, wir kümmern uns schon um die Alten. Ich muss leider dafür ein bisschen umständlich hier durchlaufen. Alles voller Wolfspacks-Viecher hier. Oh, dann stürmen die einen aus der Offscreen quasi einen entgegen. Oh, ist das einfach nur belastend. Ja, der Ort ist gut zum Leveln. Aber der ist halt auch mega nervig. Wenn die Gegner alle mit einem Schlag tot gehen, dann kann man von Leveln sprechen. Geh doch einfach sterben. Ich wäre halt schon gut, wenn ich Vesuvio ein bisschen leveln würde, ne? War es hier links? Ja, und dann hoch. Au! Ja, toll. Tötet ihn doch einfach! Das ist ein Wolf! Pufswolken lassen wir mal sein. Autsch. Ich meine, die tun einen, die sind nicht stark. Nur nervig. Danke. Weiter. Hört auf! Merkt ihr nicht, dass ich das nichts bringt bei den Wolken? Merkt ihr es nicht? Okay, gut. Wobei, ich glaube, da oben ist auch ein Raffi, ne? Ich bin halt komplett behindert. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich habe es komplett vergessen, dass da oben ja auch noch ein Speicherort ist. Na egal, kann man ja nie aufwerten. Was sagt ihr zur Musik? Ist sehr beruhigend, ne? Man muss aber auch sagen, manchmal ist so eine Musik aber auch ein bisschen, ja, penetrant, ne? Auch wenn die beruhigend ist, sein soll, ist die manchmal, ist halt alte Musik, die Retro-Musik, ist halt ein bisschen, die hat immer so einen penetranten Unterton. Ist halt nicht orchestralisch, das hier ist halt, wow, wirklich, du hast, gut, da kann ich mal was testen. Ist Heilaura quasi die, das Heilkraut? Muss ich wissen. Ja, okay. Gut, kommt, weg, die Luft funkelt doch schon im Regenbogen. Seht ihr es nicht? Oh, ist das eine lästige Gegend hier. Popoi.
Mach die Wolke weg. Der läuft gleich los, oder? Ja. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh halt nicht weg! Der ist zurückgekehrt schon wieder. Gibt's ja wohl nicht. So, warte mal, ich muss noch kurz was testen. Ich will nicht testen, wenn ich halt nicht sicher bin. Wenn ich dann jetzt. Ich glaube, hier ist jetzt der Wucherkater, oder? Ja, okay, gut. Was wollt ihr? Erstmal gar nichts. Erstmal. Na, wobei wir haben Items. Komm, benutzen wir Items. Können wir neu kaufen, wenn wir schon hier sind. Muss das keine MP verschwenden. Einmal Schoko. Nochmal eine Schoko. Steht doch nicht immer ineinander. Kann ich nicht, weiß ich nicht, wen ich immer auswähle. Gut, alles voll. Dann kaufe ich jetzt nochmal ein paar Schoko, paar Schokis. Ach, diese Kälte. Und ihr? Was wollt ihr? Wir wollen kaufen. Kaufen. Ja. Gut. Das war's. Yeah, das war's. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht mehr. Ich gehe. Gut, soweit so viel zum Wucherkater. Soll ich speichern? Ich speichere jetzt mal nicht. Weil eventuell, wenn ich halt sterbe, dann ist es halt so. Wobei. Nee, ist nicht halt so. Weil wenn ich wirklich außerhalb noch sterbe, dann muss ich halt so viele Nummern machen. Ja, ich gar keinen Bock. Gar keinen Bock so. Ja. Ja, bitte. Ich speichere immer sehr oft, wenn ich halt level, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Deswegen steht da an der Seite 65 Mal. Ich habe jetzt schon 65 Mal oder 66 Mal gespeichert. Oh, geh doch da nicht hin, bist du doof. Manchmal hast du das Gefühl, du machst es auch mit Absicht. Oh, bitte. Ich habe nicht gesagt, dass ich, nur weil ich speichere, heißt das nicht, dass ich jetzt sterben will. Oh. Hängen die da jetzt fest? Kommt da weg einfach. Ah. Ja. Wenn die nicht so, wenn die ineinander stehen, weiß ich manchmal nicht, wen ich jetzt ausgewählt habe. Geht weg. Geht weg. Jetzt sind das schon zu dritt. Und ihr so? Was macht ihr? Ich hau hier. Also wirklich, der Spam hier im Wald ist wirklich übertrieben. Der Spam an Gegnern. Einfach. Gut, hier wollte ich hin. Ich spiele auch wieder komplett eine andere Musik. Ist ein richtig großer, eisiger Tempel. Einmal von außen beobachten, ist halt wirklich hübsch. Da muss man sagen, ist halt wirklich hübsch. Die Farben sind gut gewählt, tun ein bisschen im Augenweh. Nein, leuchten schön. Ja. Und die Musik ist auch toll. Und der Dungeon ist eigentlich auch an sich eine nette Idee. Ja. Das ist das mega Rätsel gewesen. Damit kommen wir endlich dadurch. Und hiermit passiert gar nichts. Habt ihr gehört? Ja. Also dieser Schalter, der macht es auf. Und
Ja, aber ich soll euch beschreiben. Wenn man hier hochgeht, dann geht das halt wieder zu. Ist halt hardcore, ne? Aber nicht, wenn man hier drückt, dann kann man wieder einfach. Ach, bitte, no! Ist halt auch maximal doof, dass du halt den Lanzer, Bogen ausgerissen. Ja, Bogen ist schön und gut, aber. Irgendwie Lanze, die macht wesentlich mehr Schaden. Nein! Oh, kommt. Wir haben zu tun. Kommt, kommt, kommt. Einmal ist aktiviert. Autsch. Wirklich, die Gegner hier sind maximal. Maximal nervig. Ich verstehe nicht warum. Ha. Ich esse so viel Schokolade, bis ich an Diabetes sterbe. Aber hier lohnt es sich. Die Horrorwindel lassen wir liegen. Klauenorb. Er kommt. Ich hasse das, wenn die in einen Gegner kleben tut. Oh, bitte. Ach, man muss einmal rum. Ah, ja. Wäre auch zu einfach, ne? So, jetzt. Ah, komm, ein Millimeter nach oben. Natürlich. Oh. Runter, 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 weg da. Ich will nichts mit dem Blob zu tun haben. Mega belastende Gegner. Aua. Also. Es wird später noch schlimmere Dungeons geben. Ja, da wo ich aber auch durchlaufen werde. Es gibt so ein paar Dungeons, die spiele ich halt gar nicht mehr anders. Falscher Knopf. Alter, Hardcore-Rätsel. Ein Auge. Sport aussagen, ich weiß es nicht mehr. Aua. Da erinnere ich mich, dass einfach in der Beschreibung im Lösungsbuch mal drin stand oder so von früher. Ignoriert ihn einfach. Bei allen Monstern stand eine Beschreibung drin, was man am besten gegen den macht. Und bei dem Monster stand einfach, ignoriert ihn einfach. Was zur Hölle? Grimoire. Ja, wir ziehen den Dungeon jetzt noch durch. Weil der ist gar nicht kompliziert. Ach komm. Ja. Ist halt, wenn man halt so lange braucht. Weil die irgendwo da hängen. Ah nein! Oh, ich liebe es. Hä? Ich mein, ich war doch. Irgendwo geht's runter, oder? Oh, ich liebe es einfach. Meine Fresse. Oh. Jetzt kann ich nicht mehr auswählen, weil ich attackiert werde. Ja, ich muss hier ein bisschen. Oh, dann leben die halt noch, obwohl ich alles drauf geballert habe, MP, was ich habe. Alter, das ist doch nicht normal. Gib mir eine Nuss. Ja, mach Frostwelle. Oh,
Und die leben immer noch. Die stalken mich ja durch das ganze Labyrinth hier. Furchtlaken. Horrorbin heißen die späteren Versionen. Oh, danke. Wie war das hier nochmal? Na, kommt ihr doch durch. Ich bin auch bekloppt einfach im Kopf. Geh doch, lass den Gegner in Ruhe jetzt. Ja, hier wurden wir eingesperrt. Ha. Die haben übrigens eine sehr, wenn die zaubern, kann man ab und zu mal eine sehr erotische Gestalt sehen. Wenn wir es nicht im Let's Play sehen, werde ich wahrscheinlich da. Ja, gut. Gerade gecallt, ne? Haben die Entwickler wohl vergessen rauszunehmen. Okay. Gut, hier das Hardcore-Rätsel. Einer davon ist falsch, einer richtig. Es war beides der richtige. Ah! Ja. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch da zeige. Es sind exakt die Bosse, glaube ich, aus dem Wasserpalast. Also neben dem Wasserpalast. Ich glaube, wir sind sogar mit gleich viel Leben. Ich bin mir nicht sicher. Und man kann Echsen. Da schlüpfen überall Echsen raus. Also ist lustig. Ich wollte Dungeon aber heute abschließen. Das mache ich. Ah! So, ich habe jetzt gesehen. Nicht sonderlich stark. Nein, aua! Na, warte, lass mal 4 auf. Und jetzt. Yeah. Ja, die Alter. Und auf Stufe 3 einfach. Und dann nochmal. Die haben auch nicht unendlich viel MP. Oh, bitte. Hör auf damit. Gut, dass ich gelevelt habe. Einer ist schon down. Ja. Ich liebe es einfach. Das ist wirklich das beste Spiel ever. Der beste Boss. Heilung? Nee, kein MP mehr. Gut, nächste. Und jetzt der letzte. Weg mit dir! Ach ja. Gut. Ja, andere Seite wäre richtig. Ach komm. Nein. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Ja, toll. Oh, bitte lasst mich durch. Klebt doch nicht an den Gegnern dran. Wirklich, ich stelle euch jetzt um. Das Medizin ist mir zu dumm. Nein. Das ist das Menü dann komplett. Man kann nicht zurückgehen. Runter. Ja, die Ringmenü, das ist halt auch ein bisschen krampfig. Ne? Das ist halt ein altes Spiel. So, jetzt habe ich euch aber gezeigt. Es war sowieso geplant, dass ich nur am Anfang die Parts nur auf 20 Minuten mache, ne?
Dementsprechend. Ja. Oh, bitte. Oh, bitte. Bitte muss das einfach so sein. Ich will doch nur am Ziel ankommen. Oh, wieso halten die so viel aus? Danke. Lass mich durch. Nee. Im Lösungsbuchstaben, wir sollten ihn ignorieren. Verschwindet von hier. Kann hier übrigens drin nicht sterben. Habt ihr nicht gehört? Wir bleiben. Es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Hohohoho. Ja. So. Das ist der gute alte Weihnachtsmann. Schaut seine Rute an. Ja, komm. Du musst eh den Penis auf Popoi einsetzen. Und dann Attacke. Das ist halt nicht so schlau. Geht weg von ihm. Er verzaubert uns mit Eisschwertern, damit heilen wir ihn. Das ist halt alles nicht gut. Gut. Sollen die anderen da ruhig zugucken? Wir ballern ihn dicht. Gut. Ah. Ja, der verhält sich genauso wie der Feuerdude. Jetzt wird das noch ein bisschen ausgezögert. Ja. Das Gute ist, du kannst auch Feuermagie. Also mach ruhig eine Flammenwand. Ja. Ah! Weniger Schaden, ne? Ja, ist auch super. Super! Habt ihr es wieder gemacht hier alle? Dip, 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 dip. Ich habe noch gar nicht gefragt, was jetzt die Musik sagt. Die ist toll, ne? Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Ja, ich wollte die Part nicht so lange machen, aber es ist nur mal passiert, ne? Und weiter geht's. Bumerang-Orb erhalten. Der Weihnachtsmann hat einen Bumerang-Orb bei sich. Und da ist er. Das ist der Weihnachtsmann. Alter Geselle, geht es dir gut? Ja, danke. Aber ich bin so dumm gewesen, Rudolf. Ich war so traurig, dass die Kinder dieser Welt nicht mehr an mich glauben. Also dachte ich mir, Weihnachtsmann, du musst dagegen etwas tun. Irgendjemand hat mir einmal erzählt, dass Mana-Bäume besonders groß werden. Also bin ich losgezogen, um mir einen Mana-Samen zu besorgen. Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten. Kaum hatte ich den Samen berührt, wurde ich in einen Eismutanten verwandelt. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Mana zu kontrollieren. Hier habt ihr den Mana-Samen. Ihr braucht ihn. Mana-Samen erhalten. Ja, deswegen sollten wir ursprünglich nach Sandala gehen. Denn dort fehlt er. Ja, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.